Frage. Wie oft wurde die Frauennationalmannschaft denn schon Europameister im Fußball? Ich gebe euch 3 Sekunden Zeit. 21, 22, 23. Falsche Antwort. Richtig wäre gewesen 8 verdammte Mal. Ganz schön viel. Ich habe es auch nicht gewusst und da ist mir mal wieder aufgefallen, boah, auf das ganze Thema müsste eigentlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Passend dazu, jetzt am 6.7. startet die Europameisterschaft der Frauen in England. Und passend dazu startet am gleichen Tag, am 6.7. also, eine 3-teilige Doku-Serie über die Frauennationalmannschaft in der ARD-Mediathek mit dem Namen Born for This. Ich habe gerade zum ersten Mal den Trailer gesehen. Ich bin richtig geflasht. Ich freue mich sehr auf diese Serie. Verantwortlich ist Warner Brothers Entertainment dafür. Martina Hensel und Björn Tanneberger sind da federführend. Mit Martina Hensel haben wir im 2. Newsletter von Goat Sports auch schon gesprochen. Damals durfte sie noch nicht so viel verraten. Vielleicht aus gutem Grund, weil ich glaube, es wird eine richtig, richtig, richtig gute Doku. Die Bilder sehen sehr hochwertig aus. Es erinnert mich ein bisschen an die Bayern-Doku. Nichtsdestotrotz scheinen die Filmemacherinnen da sehr, sehr nah rangekommen zu sein ans Team auf dem Weg zur Europameisterschaft, aber halt auch privat. Gerade im Frauensport, im Frauenfußball gibt es natürlich super viele Themen. Schlechtere Bezahlung natürlich als bei den Männern. Das heißt natürlich, aber schlechtere Bezahlung als bei den Männern. Noch solche Sachen wie Schwangerschaft oder Periode. Ich bin sicher, auch um solche Themen wird es gehen, weil die Frauen das da häufig viel, viel schwerer haben als zum Beispiel die männlichen Kollegen. Ja, ich bin sehr gespannt. Born for This ab 6.7. in der ARD Mediathek. Ich verlinke euch den Trailer hier unten oder gleich in der Endcard. Schaut mal rein und lasst mich wissen, was ihr davon haltet.